Ach, schön. Hoffentlich fängt die Sequenz jetzt nicht von vorne an. Wofür ich Waffen brauche, wenn ich nichts treffe. Vielleicht lerne ich ja noch zu treffen. Ist aber natürlich ein berechtigter Einwand. Jetzt lass mich vorgehen, ich habe keine Zeit. Ich renne. Seht ihr, wie ich renne? Diesmal springe ich aber nicht von der Klippe. Mädel, jetzt komm, wir haben das gerade schon gesehen. Ist doch nichts Neues jetzt. Heieiei. Ja. Kommst du? Sehr schön. Wie geht denn das Menü nochmal auf? Ich habe nichts. Okay. Alles klar. Muss ich erst sammeln. Ich habe ja wirklich nichts, ne? Wait, let me take a selfie. Mach Are das you afraid Selfie. of heights, Mister? Lass mich in Ruhe. I love heights. Soll ich nochmal runtergehen? Ich weiß nicht. Ja, lassen wir das. Warum geht der hier nicht? So many earthquakes here? Warum geht der hier nicht? Ah. Ach hier, ich muss Madame ihren Vortritt lassen, oder was? Oh Gott, sie hat die Arschruhe weg. Okay, man hängt alle paar Meter mal fest. Das liegt, glaube ich, nicht mal an ihr. Are you here for the dragons or not? Because I was here first, so this is my exclusive. So that's why they call it the Dragon's Triangle. Fisherman's stories mainly, but they won't come here anymore. Because of the dragons. How did you get here, kid? You can call me Cookie Pie? Nee, lieber nicht. Also wäre richtig die Frage, wie bist du hierher gekommen? Hello, Betty. Warte. Dort. Ich komme gleich. Ich gehe mal hier hoch, wenn das geht. Ich springe von der Klippe. Nee, ich möchte einfach nur ein bisschen Ausblick hier genießen, ne? Nicht zu weit. Okay. Sehr schön. Ja, also ich muss wirklich mal betonen, optisch gibt es auf der PlayStation VR deutlich schlechtere Sachen. Also, ja. Schade. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Ist das Munition? Gibt's eigentlich eine Taste für Ducken? Das wäre echt super. Was haben wir da? Kann man das nehmen? Nö. Zigarettenstummel kann man auch nicht nehmen. Okay. Tough break. Cookie Pie shall have her. Du bist echt hochlaufen, ja? They're looking for something. Who knows what? It had better not be dragons. What do you think, Mister? Ah! Oh, that made me jump. Aha. Sehr, sehr, sehr schön. Stole my suitcase. I had my climbing gear in it. Only I, Cookie Pie, in all the world dares to walk these boards. You don't count. Ach je. Die ist ganz komisch drauf, die Frau. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber. Let me do it. Ja, Mann. The power of the knife. Bin ich fertig? Ja. Careful. Ruhig. Let me see. Ho.
lucky I managed to escape. My fans would miss me if I got caught. This place is lethal. What are you still doing here? I am a live broadcaster, and I have my principles. I promised my followers I would find dragons, and I always keep my promises. Ja, ja. Freunde, ihr sagt gar nichts mehr. Seid ihr eingeschlafen oder so? Es ist bis jetzt leider nicht so wirklich aufregend, das Spiel, ne? Aber ich glaube, das wird es noch gegen später. Insbesondere wegen der normalen Schwierigkeitsstufe. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm. Get down, they're armed. Oh. What I've got, Cookie Pie is full of surprises. Oh, I did not know it was loaded. You have it. Cover me! Echt, ich will Fadenkreuz, Leute. Endlich. Also wirklich, Moment mal. Gibt's hier irgendwie... Beginnen. Was beginnen? Was war das jetzt? Trophäe oder was? Ich hätte auf jeden Fall gern gewusst, ob ich irgendwie im... Oh, jetzt habe ich den Kommentar nicht richtig gelesen. Senpai, tut mir leid. Vielleicht kannst du den wiederholen oder so. Alternativ könnte ich auch das Headset abnehmen und zum Laptop rübergehen und gucken. Ich habe mich gerade echt mit dem Gedanken beschäftigt, ob ich hier irgendwo ein Fadenkreuz einstellen könnte. Das würde es ja sowas von leichter machen. Wo ist denn die Frau jetzt eigentlich hingerannt? Habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich muss ja Leute töten. Jetzt mal ernsthaft. Sieht aus, als ginge es da hoch. Das könnte passieren, durchaus, dass es einen Faustkampf gibt. Also zumindest mal vielleicht sowas. Mit einer lecker Schlachtwaffe. Die wird man ja auch nicht umsonst haben. Die wird jetzt, glaube ich, nicht nur zum, zum Seile durchschneiden oder Bretter aus dem Weg räumen da sein. Sag mal, wo geht's denn jetzt da lang? Also... Ich glaube schon, dass mir das hier sagen soll, wo lang ich muss. Aber warum sollte ich denn wieder zurück müssen? Das kann, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wieder zurück muss. Das ist Blödsinn, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, es ist Blödsinn. Wobei mir jetzt auch nicht angezeigt wird, dass ich zurück soll, ne? Also, jetzt wird mir gar keine Richtung angezeigt, aber... Ich glaube nicht, dass das jetzt mit Hinlaufen und Zurücklaufen und sowas hier ist. Ich glaube schon, dass das einigermaßen linear abläuft. Ist doch ein Höhleneingang, oder nicht? Wieso haben wir das nicht gleich gesehen? Weil wir nicht hingeguckt haben. Ist klar. Ich habe mich auch darauf konzentriert, wo man hier ein Fadenkreuz herbekommen könnte. Ich glaube, sie wurde gefangen genommen. Ich laufe einfach mal ganz ruhig weiter. Okay. Der war gut. Headshot. Scum. Frage ist bloß, wenn dann irgendwann diese übermenschlichen Gegner kommen, ob das dann immer noch so eine gute Idee ist, einfach drauf zu halten und drauf zuzulaufen. Ich glaube, dann wird schon so ein bisschen Deckung nehmen. Mal ganz interessant. Was ist das? Ah! Nice Headshot. Dankeschön, Flashkicks. Der war, muss ich leider zugeben, reiner Zufall. Ja. Weiß nicht. Ja,
Ich leg den mal ins Menü. Ich weiß jetzt nicht genau, woran ich erkenne, dass ich so ein Medipack, ich nehme an, das ist eins Wasser, für mich so aus grün und grünes Kreuz drauf. Also es sieht für mich schon danach aus, als wäre das so ein Medipack. Woran ich allerdings erkenne, dass ich kurz vorm Abnippeln bin, das weiß ich noch nicht, aber das wird sich wahrscheinlich auch demnächst einstellen. Wie ist denn eigentlich so die Streaming-Qualität, Freunde? Ich hoffe, die bleibt stabil. Ich kann es halt leider in einem VR-Stream auch nicht immer wieder mal kontrollieren. In einem normalen Stream, da schaue ich ja immer wieder mal auf meinen Laptop-Bildschirm, was mein Streaming-Status macht. Geht das natürlich hier nicht, sonst müsste ich alle paar Minuten hier das Headset abnehmen und dann wieder aufsetzen und hin und her. Das gäbe nur sinnlose Pausen. Sollte euch also irgendwas auffallen, dass die Qualität gerade am Leiden ist oder es arg verpixelt wird oder generell überhaupt verpixelt, dann bitte kurz Bescheid geben, dann müssen wir eventuell ein Päuschen machen. Läuft flüssig bisher, danke Senpai. Wie geht's dir eigentlich so? Ich habe dich noch gar nicht wirklich gefragt. Wir hatten ja nun länger nicht mehr das Vergnügen. Ich habe ja auch schon länger nicht mehr gestreamt. Beziehungsweise ich hatte zuletzt auf Twitch ein bisschen probiert. Allerdings hat da. Ja, hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So wenig bis keine Zuschauer und ja, auf Twitch kriege ich irgendwie die Qualität nicht so hin. Das ist aus irgendeinem Grund so, den ich nicht zu erklären weiß. Ach du Scheiße! Oh Gott, das ist ein Schießleger-Szeniker hier. Alter Verwalter. Gott sei Dank hat die keinen Rückstoß hier. Wenn du sie einmal im Visier hast, dann musst du versuchen, den Controller möglichst ruhig zu halten, dann geht das. Nach wie vor wünsche ich mir aber ein Fadenkreuz. Ist aber möglicherweise auch so, dass die Entwickler das nicht haben wollten, ein Fadenkreuz. Noch zwei Abos bis 100. Weiß nicht. Also, als ich angefangen habe zu streamen, waren es noch vier. Aber ich bedanke mich an der Stelle mal ganz herzlich. Ich gehe davon aus, dass du abonniert hast. Vielen, vielen Dank. Ja, das mit der Munition. Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Moment, was ist denn das Menü? Ist ja klasse. Ach so, wenn ich im Menü bin, kann ich mich nicht drehen? Nee, doch, könnte ich. Moment. Ach, ich könnte mich rückwärts bewegen. So, 10 Schuss habe ich da noch, genau. Da habe ich einen Medipack und ein Messer. Ein Messer. Und ich habe Move Controller. War das jetzt schon immer so? Ich glaube ja, ne? Damit kann man auch so ein bisschen. Und so. Alles egal. Ja, und was die Abos angeht, da war ich ja auch schon mal, das ist allerdings auch ein Weilchen her, schon leicht über der 100, ne? Aber dann hat sich das wieder. Dann hat sich das wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegt, leider. Aber das ist nun mal so auf YouTube. Es geht auf und ab. Manchmal einfach auch mehr ab. So, das ist ein Schiff.
Ja, es ist irgendwie dahin gekommen, das kann ich mir nicht erklären. Nicht mit logischem Menschenverstand wahrscheinlich ist es aber. Moment mal, ist das nicht das Ding, mit dem wir hier angeflogen sind? Und dann hat uns dieses andere Ding angegriffen? Ist das möglich? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist so. Ich nehme doch mal wieder die Schusswaffe, besser. Natürlich würde mich aber der Nahkampf auch interessieren. Also ich denke mal, dem werde ich auf Dauer hier nicht entrinnen können. Oh, guck mal, Munition. Zack. Zack. Grenade. Die werde ich eventuell gleich sogar brauchen. Vier Stück. Habe ich jetzt ins Menü gelegt? Ich kann mich aber nicht entscheiden, gar nichts zu nehmen, so wie es aussieht. Eins von beiden muss ich in der Hand halten. Gut. Grün sind sie mit gelben Streifen. Die im Übungs-, also die im Tutorial waren ein bisschen anders. Warte. Ich muss die Waffe. Leute, ich habe diesen Mann doch dreimal in den Kopf geschossen. Was ist denn da los? Fühl mich hier ganz wohl. Wer schießt noch? Irgendwie ducken? Ach, die haben Granaten, die Herren. Deswegen habe ich auch die Granatenfeuer gekriegt. Wer hätte das denn gedacht? Oh Gott, ich habe gar keine Munition mehr. Das ist jetzt doof. Ich habe mich jetzt mal tatsächlich selbst geduckt, weil ich das im Spiel nicht kann. Ich wüsste zumindest nicht. Gott sei Dank haben die es nicht so mit beweglichen Zielen. Alter. Das ist Körpereinsatz hier. Ich glaube, jetzt könnte ich das Medipack nehmen, ne? Also es wird mir mehr als deutlich angezeigt. Wo haben wir es denn? Eieiei. Und wie? Was heißt denn was? Was eine Maschine. Senpai, du bist gut. Ja, wie viel hält der aus? Das frage ich mich auch. Also mit so einem Messer hier einen ins Gesicht kriegen, da wäre ich jetzt schon... Ich sag jetzt mal... relativ erledigt. Aber das mag jetzt auch der höheren Schwierigkeitsstufe geschuldet sein. Ich glaube, auf leicht wäre das halt einfach... Ich glaube, dann wäre nicht mal die Gegnerzahl geringer oder sowas. Dann wäre schlicht und ergreifend einfach die, die Kondition von den Leuten hier nicht so. Dann wäre der vielleicht schon nach 2-3 Mal mit einem Messerchen treffen weg gewesen. So. Wie das Menü checken. Also jetzt habe ich Uzi, jetzt habe ich... Uzi nehmen wir mal, das finde ich eigentlich ganz gut. Hier scheint jetzt auch generell ein bisschen Zeug rumzuliegen. Ich gucke mich mal etwas genauer um. Das hier hat es mir doch vorher auch irgendwie. Ho, Bild von Erinnerungen. Stand da. Ihr konntet das aber, glaube ich, nicht lesen. Also ich habe es jetzt nicht genau mitgekriegt, aber hat sich an den Untertiteln für euch irgendwas geändert? Sind die jetzt besser lesbar dadurch, dass ich mal zentriert habe?
Weil, wenn nicht, dann fürchte ich, habe ich keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, ich könnte natürlich maximal eine noch schlechtere Auflösung streamen. Vielleicht wäre... Kann man immer noch nicht lesen. Oh je, Leute, das tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Englisch einigermaßen klar. Gar nicht lesbar, das ist echt doof. Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass ihr das lesen könnt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht mit geringerer Auflösung als 27 streamen. Das ist jetzt ein bisschen eine Zwickmühle. Dann müsste ich jetzt auch den Stream beenden und nochmal neu starten und neu einstellen, die Streaming-Qualität bzw. die Auflösung. Und selbst dann wissen wir nicht hundertprozentig, ob es dann nachher auch lesbar ist. Das haben die sich jetzt wahrscheinlich beim Programmieren des Spiels nicht so gedacht, dass das irgendjemand streamen könnte. Ist das? Ach du Scheiße. Okay, Senpai, dann machen wir nichts. Ich komme mit Englisch eigentlich auch einigermaßen klar. Ich habe nur das Problem, ich labere immer so viel nebenher. Das heißt, ich höre das dann teilweise gar nicht, was die sagen. Da schau her. Da gibt es einiges, wenn man sich umschaut, glaube ich. Was haben wir denn da? I always thought Yingzhou Isle was a myth. So when I found out someone was looking for it, I thought it was all a big joke. It's ironic that I almost missed such a chance because of my incredulity. My name is Zhu Zhuoyin, a renowned scholar, professor of classical studies. Shi Kor found some of my research on the alchemists of the Ying Dynasty. Mostly speculative papers, fringe stuff. But they made reference to Yingzhou Isle. They invited me to join their expedition to find it. So here we are. There is some surviving architecture on the island. Scarce as it is, it seems to match the era. But that alone does not prove anything. We found a small citadel on the western side of the island. The internal structures were gone, but compacted earth platforms and the walls remained. We unearthed some pottery fragments, some excellent bronze sacrificial vessels of Ying design. I can hardly contain my excitement at the prospect, but I don't trust Shi Kor. What are their motives? This doesn't seem like an archaeological expedition. The majority of the staff are mercenaries. Defend off pirates or scavengers, they said. I heard some of them mention a rare jade. If their plan is to find and sell cultural artifacts, now I'll have a thing or two to say about that. Well, mustn't get carried away. I'll give them the benefit of the doubt. Zhu Zhuoyin, November 7th, 2017. So, was hat der Mann jetzt alles erzählt? Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man morgen, Samstag, wohlgemerkt in die Schule muss. Das gibt's in Einzelfällen. Tut mir leid, aber es wird einen Grund haben, schätze ich. Oh, guck mal, jede Menge zu lesen. Das könnte ich jetzt aber lesen, oder? Heute ist der 7. Februar 1987 und ich werde bald sterben. Unser Schiff ist vor 2 Wochen auf einen gewaltigen Tornado getroffen. Er hat uns erfasst und auf diese Insel geschleudert. Ich bin der zweite Offizier der Elizabeth und machte meinen Rundgang am Deck, als mir mitgeteilt wurde, dass die Navigationsinstrumente ausgefallen seien. Dann wurden wir vom Tornado mitgerissen. Im Auge des Sturms konnte ich eine drachenähnliche Gestalt sehen. Irgendwie habe ich überlebt, als einziger. Beide Beine sind gebrochen. Wenig Nachmittagsunterricht ist ein Vorteil, durchaus. Beide Beine sind gebrochen. Ich schleppte mich zum Strand. Keine Menschenseele in Sicht, koch zurück, fand ein paar Beeren, aber kann nicht jagen. Habe Tagebuch geschrieben, es aber verbrannt, um nicht zu erfrieren. Sterbe, Ende. Ich habe noch nie so viel Lebenslust gehört.